Ich habe noch nie ein Teleprompter-Video gemacht und produziert. Wie gesagt, ich glaube, die zweite Sache ist, dass man eben auch, ich glaube, da hast du mir auch mal ein Video empfohlen, einfach von der Technik, also sieht man ja manchmal bei den FernsehsprecherInnen auch, dass die Augen eben sich bewegen, ne? Also dass die eigentlich was ablesen. Und also ich glaube, es gibt so einen Sweet Spot zwischen, man sitzt eben weit genug weg. Und der Teleprompter ist im Prinzip klein genug, Dass man als dass man die ganz, kleinen Augenbewegungen nicht mehr wirklich wahrnimmt. Und man muss es trotzdem natürlich noch lesen können, was da steht. Also zu weit weg kann man es auch nicht machen. Also wie gesagt, Naja. ich will doch vielleicht kurz reinzukretschen. Viele stellen sich das so einfach vor und ich hatte das vor ein paar Jahren auch, dass man, ja, hier kommt Teleprompter und Video ist ja quasi schon fertig. Muss man ja dann nur noch ablesen. Also im Sinne von Teleprompter sei ja so ein einfaches Produkt. Ja, nee, es ist halt irgendwie doch so Beamsplitterglas. Also kannst du nicht, natürlich kannst du da auch Glas reinsetzen, aber das reflektiert. Also muss das irgendwie Einwegeglas sein. Also so aus diesen, aus Crime kennt man das, also in welchen Serien irgendwie dieses Einwegeglas trifft es, glaube ich, ganz gut. Dann, wie gesagt, der Monitor unten, der muss sich drehen. Also ich habe mal ein Foto aus meiner, mache das ja immer mit dem Handy. Das heißt, mein Handy ist mein Bildschirm. Das hat nochmal ganz andere Vor- und Nachteile. Aber effektiv dreht sich, also so, wenn ich jetzt ein Bildschirmfoto mache, von wie genau mein Handy in diese Scheibe oder dieses, in das Profil lege, dann sieht es so aus. Und das muss natürlich auch vorbereitet werden. Dann braucht man irgendwie einen Weg, wenn man jetzt keinen Monitor hat, weil, und das hat auch mich überrascht, mich hat das überrascht, dass mich das überrascht hat, die Monitore können das nicht. Wenn ich jetzt so einen normalen Desktop-Monitor für, was weiß ich, 100, 150 Euro, also sogar ganz normal, was wir jeden Tag arbeiten, in so eine Schale hier lege, anstatt dem eingebauten Monitor, dann dreht er sich nicht. Und dann kann ich jetzt natürlich irgendwie Softwarelösungen, auch da habe ich mich mal, ich wollte eine lange Zeit das unbedingt möglich machen. Also ich wollte unbedingt, dass wir auch im Institut und dass wir das mögen, dass das einfach funktioniert. Aber in der DIY-Variante, also jetzt nicht mit Medien, weil natürlich für viel Geld geht alles. Ich habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen, außerhalb dieser, ich lege mein Handy in was Kleines und dann mit einem kleineren Aufbau, also sprich mit einer kleineren Bildschirmdiagonale, musst du ja auch entsprechend nah dran stehen. Wenn du aber zu nah dran stehst, passiert das, was du gerade gesagt hast, dann ist man auf einmal in so einem Tennismatch. Das ist irgendwie auch komisch. Und all diese Vorteile nur geschrieben und das zerfällt so schnell, dass dieses Produkt an sich einfach schwieriger ist, als man es denkt, was die Benutzung angeht. Was ich jetzt hier cool finde, rein vom Optischen, egal was es jetzt am Ende erstmal kostet, ist eben, dass der Monitor schon dabei ist. Das ist ein absoluter Painpoint. Und ja, dann sieht es, genau, hier unten sieht man es auch so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, genau, hier ist es gespiegelt. Und dann ist es letztlich wie ein zweiter Monitor oder ein dritter oder ein vierter. Genau. Und was ich mir tatsächlich gut und das Showcase, ich habe mir die Seite schon mal so ein bisschen angeguckt, wenn man eben mit Chat interagiert. Also, dass man eben sagt, okay, man liest vor. So, ich versuche jetzt auch in meine Kameralinse zu gucken und versuche, als würde ich dich angucken, obwohl ich dich auf einem anderen Bildschirm habe. Und das könnte ich mir so ein bisschen besser vorstellen, auf die Uni-Lehre jetzt bezogen. Weiß ich nicht genau, weil entweder ich stehe in einem riesigen Hörsaal oder in einem kleinen Hörsaal. In einem kleinen Hörsaal brauche ich es eh nicht. Und wenn ich es von zu Hause mache, klar für Lernvideos nochmal eine andere Geschichte, vielleicht auch so für Fortbildung. Aber weiß nicht, wenn du jetzt in MATLAB sitzt und ja, dann schaust du ja auch in deine Software. Wenn ich in meiner IDE sitze, sitze ich ja in meiner Software und Genau, bewege und mich ich ja meine, auch gar nicht. das ist nämlich das, was ich mir als Use Case tatsächlich überlegen würde. Also ich würde mir den auch so wahrscheinlich so ähnlich wie das da jetzt schon auf diesen Fotos ist, ziemlich dicht an mich ranbauen. Also so wie, ja, ich sitze jetzt in meinem Büro und ich meine, mein Büro hat zwei Monitore übereinander, die jeweils quer sind und dazwischen ist eine Kamera angebaut. Also wenn ich in den oberen Monitor gucke, sieht man so ein bisschen, dass ich über die Kamera gucke. Wenn ich jetzt in den unteren Monitor gucke, sieht man so ein bisschen, dass ich unter der Kamera vorbeigucke. Und na klar, wenn ich in die Kamera gucke, dann gucke ich eben direkt in die Kamera, aber dann sehe ich nur mit so einem halben Auge, was auf dem Monitor oben und unten passiert. Aber da kommt ja, da sagst du ja jetzt, eigentlich erwartest du, dass Professoren oder überhaupt Lehrschaffende, Lehrende im Allgemeinen genug inhaltliche Kompetenz und genug Medienkompetenz haben, um mal zu wechseln. Und entsprechend so ein bisschen damit, ich sag jetzt mal, zu spielen oder damit umgehen zu können, oder?
Genau, und ich meine, ich würde das jetzt eben nicht benutzen, um mir mit dem Teleprompter eben einen vorgeschriebenen Text vorlegen zu lassen, den ich dann irgendwie möglichst authentisch und gut gespielt, sodass es, wie wenn es mir gerade erst spontan eingefallen wäre, ablese, sondern also um einfach was zu haben, wo ich zum Beispiel sehe, was ich mit meinem Wacom-Tablet schreibe und dabei trotzdem eben so gut es geht in Richtung der Kamera schauen kann. Also das finde ich eben so ein Use Case dafür, weil ich meine, in vielen Videos, die ich so habe, ist, ne, ich gucke dann eben oft so jetzt so in diese Richtung. Und manchmal gucke ich auch irgendwie so in diese Richtung und man guckt dann eben schon arg an der Kamera vorbei, weil also ne, vielleicht müsste ich auch einfach den Monitor insgesamt weiter wegstellen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlau, den jetzt so dicht an mir dran zu haben. Aber da müsste mein Büro einfach viel größer sein. Also so wahnsinnig, wie weit kann ich den hier gar nicht mehr nach hinten Chef, stellen? ich brauche ein größeres Büro, weil es ist zu Es klein. sieht Der komisch aus. Teleprompter funktioniert nicht. Wäre vielleicht eine Argumentation. Ja, also genau, um so eine gewisse Interaktion. Ich meine, rein akademisch ist natürlich so direktes in die Augen gucken, direkt ansprechen. So, oh, ich werde angesprochen. Matthias möchte mit mir reden. Natürlich ist es so eine gewisse soziale Präsenz, aber ich finde irgendwie die Person selber zu sehen, zum Beispiel schon viel wichtiger. Das ist ja nochmal ein anderes Thema für Lernvideos. Da kommt man ja auch an Meetings. Ja, ich meine, es hat sich so ein bisschen normalisiert. Wer seine Kamera anmacht, macht seine Kamera an. Wer nicht, der nicht. Aber ja, es ist so eine, es ist eine, also zwei Punkte finde ich relevant. Ich finde es wichtig, dass man das mal gemacht hat als Hochschullehrende. Weil man vielleicht mal doch für irgendein Magazin eingeladen ist, falls man mal, also es passiert nicht selten, dass man sozusagen als der Expertenbeitrag, ja, wie du sagst, Bildschere zum Beispiel eingeblendet wird. Ja, das passiert in Late-Night-Shows mittlerweile, das passiert für kleinere oder größere Dokumentationen. Damit, wenn man das mal passiert, dass man so diese gewisse Medien, ja, vielleicht nicht Affinität, aber einfach Medienschulung, das Medientraining hat, damit man eben nicht den Typewriter macht, weil man mit den Augen die Zeilen verfolgt, sondern die Augen bleiben stehen. Und dann vielleicht sich nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, jeder braucht einen Teleprompter, bin ich ehrlich, einfach wegen Genau, der Hürde. es ist die Kirsche auf der Torte, ne? Also wenn man Ja. sonst schon eben alles hat, so nach dem Motto, und das Ja. einigermaßen professionell, vielleicht semi-professionell produziert, dann Ja. ist eben, zumindest so für gewisse Anwendungen, würde ich sagen, ist so ein Teleprompter vielleicht nochmal was, wo man ein ganz bisschen mit rausholen kann. Für mich jetzt eben persönlich nicht, um mir Text vorzuschreiben und abzulesen, aber eben um diesen Blickkontakt zur Kamera da noch ein bisschen mehr. Weil über dieses Thema muss man da die Lehrperson sehen oder nicht? Ich glaube, da gibt es auch genügend Untersuchungen. Hilft. Ich hatte mich mal, kann mich erinnern, dass David Lohner da auch mal was bei irgendwie einer Konferenz vorgestellt hat. Und am Ende, ich glaube, für das Lernziel, du willst mit dem Video irgendeinen Inhalt vermitteln, ist das, glaube ich, am Ende irrelevant oder ist wahrscheinlich ziemlich schwierig zu testen, ob das eben hilft oder nicht. Aber ich glaube, so für den sozialen Aspekt des Lernens und einfach um das Video etwas attraktiver, ansprechender zu machen, ist es schon nicht verkehrt, wenn man die Lehrperson auch eben mal sieht und sich Absolut. zumindest so drunter vorstellen kann, wie sieht die Person aus. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn die Person nicht immer irgendwie die ganze Zeit so an der Kamera Ja. vorbeiguckt, weil sie irgendwo anders hinguckt, sondern wenn man schon versucht, eben so ein bisschen so gut wie es geht, eben Augenkamerakontakt zu halten. Wobei selbst da, das ist heute für heute off-topic, aber selbst da kenne ich Beispiele, die sehr gut funktionieren, aufgrund von Reichweite, aber auch aufgrund von dem, wie sie Dinge erklären, wo es eben genau einmal rechts vorbei. Als wäre die Kamera selber wirklich nur ja, zum Aufnehmen an sich, aber nur, und eigentlich erklärt man es jemandem, der daneben sitzt, der Ja. Kameraperson, wenn man so will. Also insofern, aber klar, soziale Genau, ich Präsenz meine, und das hat gesehen man ja auch werden. häufig bei Interviewsachen. Also, Ja, dass es so total, heißt, total. bitte die ganze Zeit die Fragen stellende Person anschauen und Ja. im freien Falle in die Kamera schauen. Ja, absolut. Also, ich habe gerade gesagt, es braucht jetzt nicht jeder eins. Ich habe auch noch mal ein Beispiel rausgesucht, auch eigene hier Skin in the Game. Nicht, weil ich jetzt meine Videos so toll finde, sondern weil ich in den Videos tatsächlich
alles vorskripte, damit ich unter 5 Minuten bleibe. Ich weiß ja, ganz genau. Und ich meine, das ist sehe ich, also das ist nämlich ein Grund, wenn man in einer bestimmten Zeit, also Science Slam ist ja so ein klassisches Format, ne? Du hast irgendwie 10 Minuten vorgegeben oder es soll eben ein sehr kurzer, knapper, pointierter Vortrag sein. Also dann schreibe ich mir auch ein Skript vor. Oder ich mache mir sozusagen so schon sehr detaillierte Notizen, was ich erzählen würde und erzähle das dann auch mal so für mich, time das und schreibe mir ungefähr auf, okay, für die Folie oder für diesen Satz oder um inhaltlich diese Stichpunkte vorzutragen, habe ich jetzt irgendwie 30 Sekunden gebraucht und für das nächste brauche ich 6 Sekunden, dann brauche ich nochmal irgendwie 30 und so auf solche Gesamtzeit komme, dann würde ich aber jetzt eben trotzdem, naja, also zumindest vielleicht für so einen Elevator-Pitch, ne? Ich meine, da würde ich dann die 60 Sekunden eben wirklich auswendig lernen und ansonsten würde ich das einfach, mir inhaltlich ungefähr so merken und dann irgendwie so erzählen und dann kommt man natürlich nicht genau auf 10 Minuten raus, aber. Genau, vor allem was ich ganz. Plus minus also, ein bisschen eben, ne? Würde ich auch unterstreichen, zumal man ja durchaus 2, 3 Durchgänge braucht und. Das sind ja schon die Aufnahmedurchgänge. Ich hoffe, jeder probt mal seine Videos. Also irgendwie, dann hat man das Thema ja wahrscheinlich schon mal gemacht. Das ist wahrscheinlich ein Ausschnitt aus der Vorlesung oder aus dem Seminar. Es ist irgendwie schon der 17. Durchlauf. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mit Studierenden ist es eher so, dass man sagt, okay, überlegt euch genau eure, wie du gerade sagst, so Stichpunkte über euer Redeskript. Das lasse ich mir dann auch gerne mal geben, damit man das auch noch mal sich anschauen kann. Und auch mit Senioren, Researchern, mit Professoren ist es dann eher so, dass die ihr Skript schon haben und durch die Durchgänge oder vielleicht einigt man sich auch vorher, was sind so Übergänge, was vielleicht ist es auch eine Interviewsituation, dann würde ich tendenziell auch keinen Teleprompter benutzen, weil sonst ist das, ich meine, wir benutzen ja jetzt auch keinen und trotzdem haben wir uns Redepunkt überlegt. Vielleicht sieht man es hier in dem Video, ich versuche ab und zu einfach so nach rechts zu schauen, obwohl das Skript weiterläuft, aber das ist de facto alles abgelesen, weil ich ganz klar, wie gesagt, unter diesen Punkten bleiben will. Es gibt mir aber, und an sich mag ich das, wenn man so mehr Freiraum hat, auch mal eine Pause zu machen. Und das grenzt aber auch ganz schön ein. Weil auf einmal muss ich mich, ich muss mich ja auch an meine Worte halten. Und natürlich kann ich dann irgendwann freestylen, aber dann ist der Teleprompter nur oder der Text noch schlimmer, weil mich ja meine eigenen vorbereiteten Worte ablenken. Also es ist wirklich, es bleibt ein zweischneidiges Schwert, aber ich kann jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, mal so an so einem Training teilzunehmen, wenn die Uni das anbietet, weil das doch eigentlich eine ganz coole Fähigkeit ist, weil man weiß nie, was so kommt. Aber interessant und vielleicht das so als, weil ich meine, wir sind jetzt mit Elgato eingestiegen, produktunabhängig wohlgemerkt, also wir kriegen dafür nichts. Ich finde es einfach spannend, was sozusagen sich so am Markt bewegt. Und so als Streaming-Hardware-Company, finde ich es einfach spannend, ich meine, die verfolgen ökonomische Interessen offensichtlicherweise, dass man gesagt hat, wir finden das wichtig genug, dass das jetzt in den Markt kommen soll oder wir probieren das zumindest aus. Ja, das finde ich eine spannende Entwicklung tatsächlich, weil sie sehen da ja anscheinend für den Markt und auch Teleprompter sind ja an sich jetzt per se nichts komplett Neues. Genau. Und also ich werde mal nachher gucken, ob und wie ich das bestellen kann. Und da werde ich es mal einfach, wenn es irgendwo gibt zu einem annehmbaren Preis, werde ich es mal einfach bestellen. Also, weil ich spannend finde, das mal auszuprobieren. Ich sehe schon, dann bringe ich quasi meine andere Variante mit und dann machen wir Teleprompter Showdown in Magdeburg. Okay, sehr gut. Das kann man gerne machen. Danach haben wir, und das wäre auch so meine Überleitung im Sinne von kürzere Videos finden oder vorbereiten, habe ich mich mal mit Videolängen beschäftigt. Es ist, was würdest du sagen, wie lange sind deine YouTube-Videos? So Im Schnitt würde ich sagen so um die 20 Minuten. Das kriegt man bestimmt ja aus einer YouTube-Statistik raus, was so die mittlere Videolänge ist. Du hast das bestimmt, kannst mir das jetzt präzise sagen. Nee, ich wollte dich jetzt einfach mal zum. Ich habe bestimmt auch Videos, die deutlich kürzer sind, die vielleicht nur um die 10 Minuten sind. Also manchmal auch insbesondere, wenn das so Videos sind, wo es jetzt nicht um Elektrotechnik geht, sondern wo ich, keine Ahnung, hier irgend so ein Hybrid-Setup kurz erkläre. Aber
Die Elektrotechnik-Videos sind schon so üblicherweise sowas wie um die 15, 20, 25 Minuten, weil man schon mal Würde ich immer jetzt auch irgendwie 5 sagen. Minuten braucht, um die Aufgabe zu erklären, worum Ja. es ungefähr irgendwie geht. Ne? Und dann möchte ich ja auch die Lösung schon irgendwie kleinschrittig und detailliert erklären und auch immer noch mal, warum das nicht nur, dass es so ist, sondern warum das jetzt Ja. so ist und warum es vielleicht nicht anders sein kann. Und am Ende noch mal so ein kurzes Fazit ziehen, wa also was jetzt dieser gewählte Weg eben vielleicht für Vorteile und oder Nachteile hat gegenüber anderen Wegen. Das braucht einfach Zeit. Also ich meine, man macht ja so ein Video nicht absichtlich irgendwie länger, als es sein müsste, sondern es ist schon genauso Ja, lang, stimmt. wie es eben sein muss. Also insbesondere, wenn das welche sind, die ich eben in meinem Büro oder zu Hause im Schlafzimmer oder so produziert habe. Ab und zu lade ich ja auch mal Aufzeichnungen hoch von den Live-Sprechstunden Ja. und dann könnte man die bestimmt im Nachgang auch noch mal ein bisschen kürzer schneiden, weil das ja so ein, weiß nicht, wie man so sagt, fragend entwickelndes Unterrichtsgespräch ist, ne? Also ich stelle eine Frage und dann antworten Studierende da drauf oder denken auch erst mal kurz nach. Und das ist ja aber, wenn man jetzt vielleicht neu ist an dem Thema, ist das ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man dann in dem Video gefragt wird, im Moment, jetzt denk mal selber, bevor ich dir gleich sofort die Antwort sage, denk doch mal selber kurz nach, wie könnte das jetzt hier sein und warum ist das so? Und dann ist auch einfach in dem Video die Nachdenkzeit praktisch eingepreist, ja, also man muss gar nicht auf Stopp drücken, aber auf Pause und jetzt nachdenken und sagen, ah, jetzt habe ich eine Antwort, jetzt klicke ich auf Play und in einer Sekunde geht es gleich weiter, sondern, Ja. naja, da ist schon so, wie eben so übliche Studierende jetzt über diese Frage nachgedacht haben, irgendwie eine Antwort gegeben haben, die man dann manchmal hört und manchmal nicht hört, das kommt dann auch in dem Video vor. Und das macht ein Video natürlich länger. Also klar. Wenn ich, waren jetzt schon sehr viele Sachen dabei. Ich finde es interessant, wie man kann ja mittlerweile sehr, sehr schnell auf die Beliebt-Seiten oder auf die beliebteren Videos gehen und letztlich sortiert das die Plattform dann einfach nach Aufrufen. Genau, und das sind bei mir eben ganz eindeutig die englischsprachigen Videos. Das finde ich, Bis genau, die erste über weil du hast ja gerade, ich würde sagen, deine durchschnittlichen Videos sind so 20 Minuten. Man könnte das jetzt irgendwie ausrechnen, Genau. aber irgendwie vielleicht so mit 5 Minuten Standardabweichung. Die sind jetzt alle einen Ticken kürzer da und tatsächlich sind sie auf Englisch. Das finde ich auch sehr spannend. Und was Genau, und man. das sind aber, wie ich sage, das sind alles so vorproduzierte aus meinem Zuhause meistens. Also sieht man, ne, das mit der Blume ist meine alte Wohnung oder unsere alte Wohnung, Ja. das erste Video ist unsere neue Wohnung. Und also das sind welche, wo ich jetzt keine. Also da stelle ich höchstens eine rhetorische Frage, Ja, ja, und und dann da geht's ist direkt eben los. diese Frage-Antwort-Zeit nicht mit eingepreist. Wenn man die jetzt einpreisen würde, wären die auch alle 5 Minuten länger, sage ich mal so. Und was ich auch da spannend finde, das hat jetzt mit der Länge nicht so viel zu tun, das ist so ein klares Problem. Das ist irgendwie, wie mache ich die Fast-Fourier-Transformation? Ja, und es ist ein sehr generisches oder sehr allgemeines Problem, ja. Ja, ich würde eher sagen, dass das ein spezifisches Problem ist, das jedes Semester wieder aufkommt. Ja, Also es oder ist also zumindest das ist nicht originär ein Problem aus der Elektrotechnik, sondern irgendwie ja. aus nahezu allen Ingenieurwissenschaften und Ja, ich meine vor allem, dass ja. man jetzt nicht aus Hobbylosigkeit das machen will. Also ohne euch Ingenieuren jetzt und Elektrotechnikern zu nahe zu treten. Also das ist schon so, ich habe die Hausaufgabe, ich muss das für die Klausur machen, oder ich hab das mal gekonnt und willst mir jetzt wieder angucken. Ja. Also, so. Ich habe mal versucht, so diese Diskussion irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, weil häufig wird es wird ja schon irgendwie gefragt, wie lange soll das denn sein? Und ehrlicherweise ist, wie so oft im akademischen Bereich, so kommt drauf an. Dann hört man, und wenn dieses kommt drauf an, so von der Bühne getragen wurde, dann kommt danach oft, ja, so 6 bis 12 Minuten. Es gibt verschiedene Paper, die da ganz klar, wir gehen da jetzt nicht rein, wir werden es hier einfach verlinken, die auch diese 6 Minuten, sechs Minuten, das scheint so diese erste magische Hürde zu sein. Das ist ein Paper, das ich aus MOOC-Kursen mal das Engagement, also wie lange werden Videos geguckt, dann haben die sich auch angeguckt, teilweise werden auch Quizze danach gemacht. Also bei Engagement ist ja irgendwie schwierig zu messen, wie eigentlich muss ich ja dabei sein und eigentlich muss ich irgendwie, ich kann auch irgendwie Puls messen und wie interessiert waren die Leute, vielleicht noch Eye-Tracking, aber dann kriege ich ja nicht Millionen von Datensätze. Das heißt, die haben sich einfach die Video-Sessions und die Watch-Sessions, also wie lange haben Leute in einer Sitzung geguckt, angeschaut. Und da wurde gesagt, okay, in den Kursen, die wir uns jetzt angeschaut haben, das waren sehr große Kurse, lass mich kurz nachschauen, genau,
Papers Guo et al. 2014/2014. 862 Videos und über 127.000 Studierende. Also das ist erstmal so eine Zahl, wo man sagt, okay, ist von der Datenmenge her sehr groß. Und dieses Paper, deswegen gehe ich jetzt so genau ein, wurde eben sehr oft zitiert, ist halt auch durch die Zeit einfach auch sehr, sehr etabliert. Und Sie sagen, 6 Minuten führt zu mehr Engagement, also sprich zu so, dass Leute länger gucken. Das bricht danach wohl ein. Also Sie haben immer so Buckets gehabt, um die 3 Minuten, um die 6 Minuten. Und was Sie auch gesagt haben, ist, dass der, Sie nennen das Khan-Stil, also Sie kennen ja die Khan Academy-Videos, dass das auch ansprechender sei. Ist ja jetzt was, wo wir auch uns so rein fachlich anschließen können. Es passiert etwas, die Vorlesung entwickelt sich mehr oder minder organisch, wohl wissend aber, dass man irgendwie so einen Ablaufplan hat und man hört irgendwie mehr oder minder jemandem denken und argumentieren zu. So, würde ich erstmal sagen, dass das speist sich daraus. Ja, ich habe noch eine zweite Quelle, auf die gehe ich jetzt nicht ein, aber auch die sagen für Engineering-Videos, also einfach letzter Satz aus dem Abstract: The results of the study also suggest that the optimum length for a lecture or a tutorial video is between 6 to 10 minutes for engineering students. So. Genau, und jetzt kann man sich aber fragen, warum haben wir dann bisher 90 Minuten Lehrveranstaltungen im Frontalformat gemacht? Das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Na, also, ja, ich würde ja behaupten oder das so kurz zusammenfassen, wenn mich das einfach nicht interessiert, was in dem Video stattfindet, ja, dann bin ich schon nach 20 Sekunden raus oder spätestens nach einer Minute, ja, und wenn mich ja das interessiert, weil ich das irgendwie spannend finde oder weil ich das jetzt brauche für diesen jenen Zweck, dann gucke ich mir das auch locker nach 6 Minuten noch mit Interesse an und dann kann das auch 10 Minuten oder 20 Minuten dauern, wenn es dann immer noch um das Problem geht und ich habe das Gefühl habe, dass mich das Video jetzt irgendwie an der Stelle persönlich oder bei der Lösung dieses Problems weiterbringt. Genau, und ein Problem trifft es ja auch schon ganz gut. Wie gesagt, ich hier Fast-Fourier-Transformation, wie funktioniert MATLAB? Wir haben uns mal auch für ein eigenes Paper Schlagworte aus der Mathematik genommen, Gaußsche Kurve, PQ-Formel berechnen, Nullstelle lösen, Nullstelle berechnen, PQ-Formel lösen. Und da auch hier 15 mathematische Schlagwörter, dann immer die ersten 20 Treffer genommen, weil argumentativ, wenn du genug Videos angezeigt bekommst, die zweite Seite gibt es ja in der Form nicht mehr, aber wer geht auf Schlagwortsuche 21. Also wer genau. Also ja. unter den ersten 20 wird was dabei sein. Wenn ein Thema jetzt nicht so ausgeschöpft ist, dann musst du natürlich nehmen, was in der digitalen Bücherei sozusagen vorhanden ist. Und dann haben wir, wie gesagt, deutsche Mathe-Kanäle. Und da sind im Was würdest du sagen, wie lange sind die? Einfach mal so als Schätzmal? Ja, das ist ja so das Ding, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt einfach in Anführungszeichen nur die PQ-Formel erklären will. Klares Problem. Du sitzt irgendwie. Genau. Um Nullstellen auszurechnen von einer quadratischen Funktion. So, naja, da brauche ich keine 6 Minuten für, ne? Das kriege ich auch in 2 hin. Naja, so ein bisschen erklären musst du schon. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, so ist das. Aber ich meine, also da ist ja 6 Minuten ist ja schon eine sehr komfortable Zeit, würde ich sagen, um zu erklären, ey, guck mal hier, so hast du irgendwie Dings und jetzt willst du davon die Nullstellen, jetzt könntest du das zeichnen und dann kannst du die Nullstellen ungefähr so ablesen, aber du kannst jetzt irgendwie ne, die Formel nicht ohne weiteres in Richtung Null auflösen, weil du da das Problem hast mit, da ist ein Quadrat und linearer Term und so und jetzt jetzt kann man eben so Tricks machen, im Prinzip hier irgendwie da eine binomische Formel draus machen und die Lösung der binomischen Formel wäre dann die PQ-Formel. So. Also ich höre raus, du willst 6 Minuten sagen, oder? Naja, ich würde behaupten, das Problem ist so kurz und simpel. Also ne, es ist ein sehr kurzes, einfaches, überschaubares Problem. Da brauche ich keine 20 Minuten, um das zu erklären. Ja, das aber ich meine, ne, wenn bei uns geht es um irgendwie, ich habe ein kompliziertes Netzwerk, das will ich jetzt berechnen. Da brauche ich, wie ich sage, da brauche ich erstmal 5 Minuten, bis ich das erklärt habe. Das geht nicht anders. Wie ist das? Naja, und ich meine, dann mache ich ja also sowas wie PQ-Formel, das ist eben ein Zehntel des Videos, dass ich einmal irgendwo die PQ-Formel anwende. Ja gut, also ich löse mal auf, 7 Minuten 24 war der... Also war das für die PQ-Formel? Nee, alles. Oder war der Schnitt, ja. Der Durchschnitt über den Durchschnitt. Also wir haben ja pro Begriff irgendwie 20 Treffer gehabt. Das ist ja auch nochmal der Durchschnitt. Es ist sehr kondensiert. Ich kann das Paper auch verlinken.
Aber finde ich einfach spannend, dass man sagt, okay, es sind irgendwie so um die 7 Minuten. Und das ist auch so einer meiner Kernargumentationen. Die Theorie sagt irgendwie das, wir perpetuieren dieses, ja, mach kurze Videos, was ja erstmal gut ist, weil zeitökonomisch arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es genug Beispiele, die das ganz anders machen. Und ich will mit dem Extrembeispiel, ja, fangen wir mal mit dem Extrembeispiel an. Ja, also genau, während du das Beispiel raussuchst, ich meine, bei uns zum Beispiel, die Beispiele, die ich vorrechne, sind ja auch relativ häufig Prüfungs- und Klausuraufgaben oder eben Übungsaufgaben, die darauf vorbereiten sollen. Und in einer Prüfung oder in einer Klausur hätte man eben auch ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit, um eine solche Aufgabe zu lösen. Und deswegen ist das Video am Ende eben auch sowas wie 15 bis 20 Minuten lang, weil das so die durchschnittliche Zeit ist, die man eben braucht, um eine solche Aufgabe zu bearbeiten. Ja, das ist zum Beispiel das. Gut, aber ist es das gleiche Argument nicht auch für die PQ-Formel? Naja, und ich meine, um ein Problem mit einer PQ-Formel auszurechnen, brauche ich keine 15 Minuten. Also das ist eben eine Aufgabe in einem Mathe-Test, der, genau, mit Genau, drei also. Minuten, mit 3 Minuten Bearbeitungszeit eingepreist Ja, ist und dementsprechend ist. okay. Also jetzt, ich glaube, jetzt ist die. Also 3 Minuten finde ich jetzt ein bisschen krass. Ich meine, wir müssen irgendwie, das ist irgendwie Mittel- und Oberstufe, aber gut, ich hab Ich mal. werde mal meine Kinder fragen, was sie so zum. Also ich würde behaupten, so eine klassische Mathematik-Leistungskontrolle in der Schule ist 15 Minuten, 20 Minuten. Und da kommen mehrere Aufgaben drin vor, sodass eben einmal PQ-Formel anwenden. Ich habe tatsächlich auch gleich ein Beispiel. Ich Das passt erhöhe perfekt. auf 5 Minuten, aber mehr Ja, auf 5 Minuten. definitiv nicht. Wenn Mathe-Lehrkräfte uns zuschauen, dann schreibt auf jeden Fall uns was in die Du Kommentare. siehst ja noch nicht das Bild. Okay, ich schiebe mich mal hier an die Seite. Genau, Das in die Richtung. Ganze geht 11, also eigentlich geht es 12 Stunden. Und die spannende Frage ist ja, hat die Person das auch in einer 12-Stunden-Session aufgezeichnet? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich. Also, ich meine, da werden 100 pro. Also, das wäre. Nein, also das ist ja schon der Service, dass das schon so kondensiert ist. Mit Lessons, also ich habe mir gerade auch Genau, schon es gesagt, gibt Kollegenbetreuung. vergleichsweise große Kapitelmarken, ne? Es. Also sehr nicht sehr fein granuliert, sondern Ja gut, aber was sind denn, was ist denn irgendwie, aber ich meine, JavaScript Basics, dann irgendwie Numbers und Math, Strings, also was ist ja, na, denn. ich weiß nicht. Ich meine, mit Strings kannst du ja irgendwie String combine, String Genau. Das compare. ist doch auch nichts anderes als eine runtergebrochene Vorlesung aneinander gekettet, mit dem Genau. großen Unterschied, würde ich behaupten, dass Super Simple Dev sich überlegt hat, was ist eine Reihenfolge? Die Exercise und die Codes gibt es auch noch. Also deswegen würde ich auch sagen, ist dieser Begriff Full Course auch einfach gerechtfertigt, weil es eben nicht nur, weil wenn natürlich, wenn man sich jetzt nur 11 oder 12 Stunden anguckt, also als wäre das eine Netflix-Sendung, natürlich kannst du dann, vielleicht ist dein Verständnis besser geworden, aber zu programmieren gehört auch anwenden. Aber das ist so mit das extremste Beispiel oder also positiv extrem, was ich gefunden habe. Und natürlich ist das kein, ist das nicht eine Sitzung, weder vom Aufnehmen noch vom Betrachten. Aber Leute kommen natürlich immer wieder zurück und man sieht auch, was finde ich auch sehr spannend bei größeren Videos oder bei beliebten Videos, dass es durchgehend eine Kurve gibt. Wo Normalerweise haben immer wir, mal wieder Leute reinschauen. Es genau. gibt keinen wirklichen inhaltlichen Leerlauf Ja, natürlich in und das diesen ist, Videos, also ja. gerade so Kurven sieht man unfassbar selten. Normalerweise gibt es irgendwie so, ah, okay, da kommt die Definition, da kommt das Beispiel und vielleicht kommt noch die Lösung am Ende. Und dann sind es so ganz klare Ausschläge. Und bei irgendwie fast 3 Millionen Aufrufe, wie seit auch erst von diesem Jahr, ganz, also finde ich fantastisch. Auch, ich meine, gut, ich bin natürlich da zwecks Berufsbezeichnung und Nähe einfach natürlich auch im Informatikbereich ein bisschen geblieben. 6 Stunden Python, könnte man jetzt auch wieder sagen, okay, Genau. Python-Intro. Aber ich meine, was macht am Ende der Unterschied, wenn das jetzt eh nicht in einem Stück aufgezeichnet ist, sondern in verschiedenen Sessions und dann irgendwie zusammengeschnitten? Ich meine, du könntest es jetzt auch einfach in eine Playlist packen als Einzelvideos und also vielleicht der einzige Unterschied als Konsument wäre, du hast jetzt eine Playlist, die läuft irgendwie durch. Also es geht von einem Einzelvideo zum nächsten. Jetzt sind sozusagen Kapitel in einem einzigen langen Video. Und es ist beim Verteilen, hast du ein Einzelvideo-Link versus ein Ich Playlist-Video-Link. glaube, das ist ABBA. Also auch, ich meine, es ist die gleiche Watchtime. Also ob ich jetzt 10 Videos
einzeln gucke oder ein Video, was 10-mal so lang ist. Aber ich denke mal, es ist eher der, okay, hier, also du kannst deutlich, gut, du könntest auch innerhalb von Videos springen. Du könntest sagen, hier ist Video und dann kannst du ja mit, auch mit der Marke springen. Da, ich glaube, wenn man das jetzt so tabellarisch vergleichen würde, das gibt sich nicht viel. Ich finde es, aber ich finde es einfach ein netter Service, dass man sagt, gut, die Playlist nochmal ist auch ein Service, aber du hast halt einen Container. Ja, also ich habe ja auch verschiedene Dinge gemacht, die so ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Ich meine, ich habe ein so ein Video, das ist jetzt, glaube ich, auch zählt zu den eher beliebteren. Da habe ich eine Schaltung, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, da habe ich eine Schaltung und erkläre an der einen Schaltung verschiedene Netzwerkberechnungsverfahren. Das geht so, das muss so 50 Minuten oder sowas gehen. Ah, ich sehe das jetzt. Ja, hier Überblick über die, das, wo du gerade drauf hast. Genau. Ja. Kann das sein, 47 Minuten oder so? Ja, 47, 13. Ja, genau. Ja. Und ich meine, da nehme ich die gleiche Schaltung und erkläre die gleiche Schaltung mit allen, so den üblichen Netzwerkberechnungsverfahren. Und ich habe, das habe ich aber später dann mal irgendwann gemacht, habe ich Kapitelmarken eingefügt, dass man direkt zu den Beispielen springen kann. So. Ja, gut, vor 7 Jahren gab es noch keine Kapitelmarken. Genau, weiß nicht, ob es da schon Kapitelmarken gab. Also die habe ich auf jeden Fall mal irgendwann dann nachträglich eingefügt. So, und dann habe ich so ein ähnliches Video, da geht es um eine Aufgabe aus unserem Übungsheft. Ich glaube, die Aufgabe 11 oder die Aufgabe 111 oder sowas. Und da ist auch so, es gibt einen Aufgabenteil A, B, C und so. Und die, da kann man jeweils noch verschiedene Varianten machen. Und dann, die habe ich dann alle als im Prinzip als Einzelvideos veröffentlicht. Die sind dann jeweils nur 5, 6, 7 Minuten oder sowas lang. Aber eigentlich habe ich das wie ein langes Video aufgezeichnet und habe das dann, oder ich habe zwischendurch immer praktisch auf Stopp gedrückt, ne, und habe aber eigentlich sofort wieder auf Record gedrückt und gesagt, so, im vorherigen Video habe ich irgendwie das mit der Methode gerechnet, jetzt rechne ich das nochmal mit der. Und wir fangen wieder eigentlich mit genau dem gleichen Schaltbild an. Das war dann auch schon aufgezeichnet. Na, also das hätte ich auch genauso in einem Video machen können. Da habe ich mich denn, also zumindest, dass ich mal zwischendurch, ich zeichne ja ohne Schneiden und so auf, ne, dass ich mal Luft holen kann und mal einen Schluck trinken kann, habe ich dann zwischendurch im Prinzip auf Stopp gedrückt und habe eine neue Aufnahme. Atmest in dein Video. Dann atmen tue ich auch ab und zu, ja, aber manchmal auch nur durch die Ohren. Also wie, ich würde behaupten, gut, da könnte man mit Sicherheit Literatur auch nochmal raussuchen, aber ich würde behaupten, das ist vom Aufwand und, oder vom Ergebnis her gleich. Gerade wenn genau, du und am Ende Vergleich würde ich zeigst. Eben behaupten, das eine Video, was in einem Stück ist, ist nicht unbeliebter oder beliebter als das andere, was in, wo eigentlich eben genau der gleiche lange halbe Stunde, dreiviertel Stunde Stunden-Content in 5, 6, 7, 8 kurze Einzelvideos aufgebrochen ist. Also deswegen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, auch so Stunde 7, das heißt, wir kommen so, also wir nähern uns ja jetzt so der Vorlesungszeit an, was ja auch irgendwie so eine, ja, schon so eine heilige Zeit ist, wenn ich es mal so sagen darf. Wobei im Ausland machen sie auch teilweise 75 Minuten, aber irgendwie so deutlich über eine Stunde. Wir schauen einfach einem Oxford-Prof zu, wie er den Prüfungsteil A des Mathe-Abiturs löst. Und auch das ist ja geschnitten, beziehungsweise, also er hat die Zeit, aber damit man sieht, wie weit die Zeit geht. Sein Mikrofon zeigt nach unten. Oder ja, ist das nicht aber. Ja. Also, es ist ein, also Dr. Tom Crawford, cooler Typ, macht wirklich verschiedene Sachen. Und auch das, und jetzt könnte man sich natürlich auch, ja, was ist denn da der Lernwert und auch immer. Das ist jetzt erstmal gar nicht wichtig. Das gucken Leute und das gucken Leute, also viele Leute gucken das. Und ja, weil er das wahrscheinlich sehr kurz und kurzweilig erklärt, ne? Und eben auch, also. Oh, das ist Deutsch? Naja, das ist, German High School. Ach so. Ja, genau. Also er hat so verschiedene Formate, dass er irgendwie das Englische, das US, dann irgendwelche anderen typischen Tests. Also wir haben ja kein SAT. Aber oder sowas das Video ist auf Englisch. Das Video ist auf Englisch und er übersetzt sich das dann, glaube ich, via OCR. Okay. Oder genau, ich glaube, er kopiert das dann. Was er sagt auch am Anfang, das wird das Ganze nochmal einen Ticken schwieriger machen. Und ich glaube, er löst das Ganze dann auch irgendwie. Und dann rankt er die. Also es ist wirklich so, ich meine, ähnlich wie die PISA-Sachen. Alle haben sich darüber aufgeregt. Ich will jetzt heute auf gar keinen Fall über PISA reden. Und was machen dann alle? Sie schreiben, wie gut oder wie schlecht sie waren oder wie überzogen das ist oder die Verrohung. Also irgendwie so alle verschiedene Pole. Er macht jetzt nicht ganz so reißerisch, aber schon so, okay, was denkt er, wie hart, was ist wie leicht? Und wer halt irgendwie schon mal durchs Mathe-Abi musste, hat sofort eine Meinung dazu. Es bleibt aber irgendwie auch, könnte ich das denn selber noch?
Und das irgendwie auch noch relativ kurzweilig, irgendwie in einer knappen Stunde. Dann kommen wir so, ich will es gar nicht alle aufmachen, ich habe noch andere 52 Minuten Algorithmus erklären. Die Computer-File und die Number-File-Videos gehen so in die Richtung. Das fängt dann so bei 20, 25 Minuten an. Und Genau, das. aber ich meine, das ist ja schon auch so ein Ja, Wissenschaftskommunikationsformat, so absolut. Aber es geht auch in die Richtung, wie du es gerade sagtest, da muss man mal mehr erklären. Was ist eine strukturelle Einsicht? Was hat man für Vorbedingungen? Warum ist das irgendwie überhaupt wichtig? Gut, warum Nullstellen wichtig sind, könnte man schon auch mal erklären, aber das ist, würde ich auch sagen, geht noch mehr in die Richtung Kontext verstehen und dann selber auch anwenden können. Ja, und eben auch vielleicht schon so ein bisschen in Richtung Edutainment, ne? Auf jeden Fall, Also auf jeden Fall. Einen bestimmten Teil und auch einen Kanal, den wir hier schon mal öfter hatten, ich habe auch mal eine komplette Analyse darüber gemacht, ist Eddie Wu aus Australien, Sydney, der eher so, also die Klassenstunde oder Vorlesung ist es nicht in dem Sinne, weil es die Oberstufe ist, aber schon eine Unterrichtsstunde, die geht natürlich länger. Und mittlerweile haben wir so ein bisschen den Trend, dass hochkant Short-Videos als Ausschnitt genommen wird oder auch schneller abgespielt. Und er hat aber schon vor Jahren Ausschnitte aus den Unterrichtsstunden gepostet mit überragendem Erfolg. Und das ist eher so ein Beispiel für diese typische 12 Minuten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Plattform damals andere Längen belohnt haben, also der Empfehlungsalgorithmus von YouTube, also Google, ist ja komplett unbekannt. Also jeder, der sagt, er würde, also ich kenne ihn nicht, sagen wir es mal so. Und da gibt es ja durchaus mal Änderungen und Patches. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass das früher einfach anders war und sich auch Medienkonsum ja durchaus ändert. Und man eben früher das eher belohnt hat und eher ausprobiert hat, okay, das Video ist zu kurz, es ist zu lang. Die wollen ja natürlich auch Werbeeinnahmen damit machen, also sehr kurze Videos. Und ich glaube, das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gewesen, dass man das gemacht hat, weil das machen alle und weil es alle machen, macht es auch der Nächste. vermutlich ist das so, ja. Also das ist ja was, was ich jetzt ab und zu mal mache, wenn es sich denn anbietet, eine Lehrveranstaltung, wo eben dann doch einigermaßen viel frontal, will ich nicht sagen, aber schon irgendwie Ja, so richtige von mir aus passiert. Ausschnitte. Ja. Genau, also komplett bei Twitch streamen und dann eben ein Highlight rausschneiden, so wie Genau. es sich lohnt, wo irgendwie eine in sich einigermaßen geschlossene Einheit ist, die dann eben manchmal nur 3 Minuten lang ist, manchmal auch 15 Minuten, manchmal vielleicht auch 25, aber irgendwie so ein kürzerer Ausschnitt, wo eben ein Experiment oder eine Simulation, ein Teil, wo ich denken würde, da lohnt es sich, den mal eben länger als die typischen 2 Wochen Twitch Ja. Aufrufzeit aufzuheben. Und da habe ich jetzt, also irgendwie leider bin ich vorher nie darauf gekommen, das zu machen. Ich meine, das kostet natürlich auch jedes Mal irgendwie vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, ne, Absolut. sich nochmal den Stream im Prinzip kurz anzugucken oder sich Revue passieren zu lassen, sich überlegen, welchen Teil könnte, sollte, dürfte, müsste man jetzt mal sinnvoll rausschneiden und dann muss man natürlich den markieren und irgendwie so einigermaßen passend. Auch so, dass irgendwie Leute verstehen, worum es geht und nicht irgendwie schon Ja, genau. mittendrin. Also, dass es dann Ja. nicht super aus dem Kontext gerissen ist und man nicht mitten im Satz anfängt und nicht mitten im Satz aufhört, muss man natürlich so das Start und Ende schon auf die Sekunde genau positionieren und vielleicht eben auch noch einen sinnvollen Titel wählen und eine ganz kurze Ja. Videobeschreibung dazu machen. Ich habe jetzt bei Twitch immer darauf verzichtet, dann nochmal da extra ein Thumbnail hochzuladen, was irgendwie speziell für das Video produziert ist. Keine Ahnung. Also, vielleicht werde ich mal irgendwann, wenn Videos da, wo ich die dann nochmal, so wie das vielleicht andere auch machen, da runterladen, bei YouTube veröffentlichen, weil ich glaube, bei YouTube ist das dann doch eher die Plattform, wo man nach Video-on-Demand-Inhalten sucht, als jetzt eben bei Twitch. Aber ich meine, Twitch kann mittlerweile auch irgendwie so Sammlungen, was sowas Ja. sind wie Playlists. Da habe ich jetzt für die Lehrveranstaltung, für jedes Modul im Prinzip so eine Sammlung angelegt. Ich glaube, ich habe jetzt so 7 Stück oder sowas, Mathe-Vorkurs und eben Ja. Grundlagen Elektrotechnik, so ein bisschen E-Learning-Stuff, EMV auf Deutsch und auf Englisch und so. Aber die Views der Videos dort sind eher so im einstelligen Bereich, obwohl das dann zum Teil eben auch kurze Videos sind, Aber mit ja, nur so 10 Minuten, die 5 Minuten. klassische Video
Library ist dann irgendwie letztlich doch YouTube. Auch wieder aus Gewohnheitsgründen. Ja. Weil ich meine, technisch ist das eine ähnliche Kiste. Ich habe noch zwei Abschlussthesen. Wir haben schon viele Thesen. Aber ich glaube, dass Formate oder die Benennung von einem Format bereits die Erwartungen steuert. Also eine Dokumentation unter 20 Minuten ist irgendwie, ist das eine Doku? Ist das irgendwie, geht das schon so rein? Ist das, weiß ich nicht. Irgendwie 120 Minuten Tutorial, gut. Also am Stück wohlgemerkt, wir haben ja auch gerade 7 Stunden gesehen, aber wirklich irgendwie, das ist kein Tutorial mehr, das ist irgendwie, das ist zu viel. Wenn jetzt aber, wenn du jetzt sagen würdest, es ist jetzt Vorlesung, 9 Uhr, und um 9.13 Uhr sagst du, Vorlesung vorbei, dann werden ja auch alle so, dafür bin ich jetzt hierher gekommen, das wäre ja auch unterhalb der Erwartung. Wenn du jetzt aber jedes Mal hoffnungsvoll und hoffnungslos überziehst, das ist auch nicht, das, ja, du musst ja irgendwie die Erwartung erfüllen. Wenn ein Kurs nur 3 Elemente hat und einer davon ist willkommen, ist das dann ein Kurs oder würde man nicht mehr erwarten und auch entsprechend mehr Zeit einplanen? Und letztes Beispiel, wenn man irgendwie im Kino oder im, wo auch immer, dieses alte Medium Kino, sitzt und sagt, der Trailer oder der Vorspann von irgendeinem Film, der bald rauskommt, geht 60 Minuten, dann würde man sich ja auch einfach an den Kopf fassen und sagen, das ist doch kein Trailer mehr. Also insofern sind, glaube ich, und so ist es, und wenn man sagt, man macht eine Vorlesung, macht irgendwie ein Seminar oder man lädt Videos hoch, dann ist das eine irgendwie mehr so 60, 90 Minuten, auch wieder qua Gewöhnung. Und bei den Videos würde ich einfach sagen, es kommt total drauf an. Kürzere Videos sind, das wäre so These 2, kürzere Videos, die schneller zu einem Lernziel kommen. Irgendwie Problemlösung, irgendwie Definition verstehen, warum ist XY, da ist natürlich das kürzere Video besser. Und ich glaube, daher hat man gesagt, komm irgendwie in 6 Minuten zu deinem Lernziel. So wird da irgendwie für mich ein Schuh draus und nicht, mach einfach 6 Minuten Videos. Ja, also ich finde es immer noch irgendwie, da so fixe Grenzen zu ziehen. Aber es ist verrückt, also ganz oft, ich meine, vielleicht hat sich die Diskussion wirklich jetzt erübrigt in den letzten Jahren, aber ich finde, es kommt, wie gesagt, so am Anfang der Diskussion immer so full cycle. Keine Ahnung, wann bald wieder nach Proctoring und Take-Home-Examen und Open-Book-Examen gefragt wird, wie oft wir in der Schleife noch über ChatGPT sprechen, Handys in den Schulen, ja, nein, danach kommt die Schuluniform und dann sind wir eigentlich wieder Full-Cycle, machen Medien dümmer, haben Leute kürzere Aufmerksamkeitsspannen, dann kommt irgendwie wieder PISA, irgendein anderer Test, die Verrohung der Schule, so, und dann kommen wieder Videolängen, keine Ahnung. Ich würde überleiten zu den Shorts. Das ist sozusagen das Element, was noch fehlen würde. Da hast du was. Genau, nämlich die super, super kurzen Sachen. Und also meines Erachtens ist es so, dass die bei YouTube eben unter 60 Sekunden sein müssen. Also so ähnlich wie eben auch hier meinetwegen Channel-Trailer bei Twitch oder eben der Trailer bei YouTube. Und du hast da was gefunden. Genau, mein Kollege Stefan Schenke von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Sehr cool. Der hat da so, also der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er eben auch längere Videos hat. Also du bist jetzt ja schon explizit auf die Shorts. Ich meine, da können wir auch mal gucken, was da so die durchschnittliche Dauer ist, wenn man jetzt so bei den üblichen Videos guckt. Und da sieht man schon auch Videos im einstelligen Bereich, aber man sieht auf jeden Fall mal auch Videos im zweistelligen. Ja. Aber nicht so richtig im oberen Zweistelligen. Also die sind schon, glaube ich, sehr auf Kürze getrimmt. Ja. Aber auch verschiedene Produktionsstile, irgendwie mal Homeoffice Picture in Picture, hier wie den Greenscreen. Ja, okay. Genau, und ich glaube, also er schneidet die auch schon mehr, als ich das mache. Ja. Und er hat auf jeden Fall richtig lange dabei, krass. Ja, genau. Ne? Und ich meine, er hat auf jeden Fall, glaube ich, relativ neu eben so Shorts. Und ich sehe jetzt hier die Aufrufe nicht so richtig, weil das bei mir erst so ein bisschen unscharf ist, aber das sind schon ein paar hundert oder ein paar tausend. Ich würde einmal kurz den Sound. Genau, wir können natürlich mal einmal kurz das angucken. Okay, mal ein Spannungsteiler und schöne Schaltung mit einem Steckbrettchen und mit einer Leuchtdiode. Und er hat jetzt einen Vorwiderstand, sodass, wenn er das Poti auch komplett auf Null runterdreht, dass die Diode nicht durchbrennt und. Dass er damit eben die Helligkeit einstellen kann, und das ist eben so klassische Vorwiderstandsgeschichte. Naja, klassisch an Frage-Spielchen finde ich ja ganz cool, wenn Leute ihre Kommentare. Es ist natürlich extra Arbeit, muss man sagen. Also, es ist irgendwie permanentes, weil ab und zu kommen dann eben doch mal Fragen.
Also bei mir kommen andauernd irgendwelche Fragen. Also insbesondere bei den englischen Videos. Und ich täte ja behaupten, dass das vermutlich auch was ist, was diesen YouTube-Algorithmus so ein bisschen speist. Klar, Engagement. Genau, wenn ein Video viele Kommentare und viele Fragen darunter hat und die auch noch beantwortet werden und wurden, dann wird das vermutlich auch häufiger empfohlen. Also, ich hatte auch mal überlegt, Shorts so zu machen, genau für solche relativ einfachen Sachen mit Spannungsteiler. Also, ich würde ja auch behaupten, PQ-Formel kriegst du auch in einem Short unter mit 60 Sekunden, ja, um jetzt. Nein, aber doch nicht für die Zielgruppe, die das noch nie gehört hat, Matthias. Ich bitte Ja, dich. aber für, ja, Die aber machen das wenn die das schon 60 mal gehört. Minuten lang 2 Wochen in der Ja, Zeit. also da muss man sich gut einen Text vorproduzieren und mit dem Ja. Teleprompter vorlesen, damit man das in 60 Hier finde ich Sekunden hinbekommt. spannend, So. dass es aus einem längeren Video, was heißt längeren, aber aus einem 90-Minuten-Video und das wiederum aus einer Playlist. Das ist wie so eine Video-Playlist Matroschka, die da aufgeht. Ja. Ja, genau. Und ich meine, so Experimente habe ich jetzt auch aus der Lehrveranstaltung. Also das wird bei ihm nicht live sein, vermute ich, weil dafür sieht es jetzt zu gut aus. Also bei mir in dem Live-Setting liegt es immer krumm auf dem Tisch und so, weil du keine Zeit hast, das jetzt irgendwie nochmal gerade zu rücken. Aber es ist auch schön, dass das Deckenlicht auch da in der Batterie sich reflektiert und Wobei so. die Das Batterie ist passt. uns egal. Es Ja. Nee, und also ich habe mal zwei Shorts gemacht vor kurzem, wo ich zeige, auch natürlich in Hochkant gefilmt, wie sich die Schirmtür von unserer Absorberhalle von einem Labor eben schließt und öffnet. Du musst doch auch auf Shorts gehen, würde ich sagen. Da ist doch auch Shorts. Ach, das, ja, wie sie es öffnen und schließen. Ja, das habe ich mir, Genau. ja. Genau, und da sind ein paar drin vom Lego-Praktikum und da sind eben auch ein paar so drin, da habe ich ja heute auch wieder Laborführung gemacht. Und da ist es so, das sieht man jetzt, glaube ich, in der Ansicht nicht, aber dieses Video hat eben auch irgendwie so einen im oberen vierstelligen oder vielleicht sogar unteren fünfstelligen Bereich Aufrufe. Und das liegt einfach daran, dass das natürlich massiv vorgeschlagen wird von diesem YouTube-Algorithmus. Ja, also der. Es ist ein Loop. Hast du das gesehen? Du hast Ja, den na heiligen klar. Gral. War das Absicht? Hoffe ich. Nein, das ist so, es gibt ein Video, wo es aufgeht und zugeht und es fängt genauso an, wie es, Ja, aber oder für es den, hört auf, wie es anfängt. genau, aber für den Laien ist das eine Loop. Das ist Champions League für Shorts, Matthias. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon ganz unabsichtlich, habe ich das so gemacht, dass das. Oh, okay. Ja. Da hätte man sich noch Ja, den Spaß machen können, dass du das Video rückwärts abspielst. Also guck mal, ach so, genau. Und das 12.000 haben wir eine hat gerade 5.000, gesehen. das andere, das hat jetzt irgendwie Ja. 12.000 Aufrufe, ne? Ja, gut, wahrscheinlich hast du Opening the Shielding Door zuerst aufgenommen. Ja, keine Ahnung, frag mich mal nicht. Aber also ich glaube, das ist eben so, YouTube zeigt einfach das Video random irgendwie Leuten und wenn die sich das länger als 3 Sekunden angucken, dann sagt YouTube ja geil, dann zeige ich das noch mehr Leuten und wenn die sofort wegswipen, dann kommt das nicht mehr an. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Ich meine, es passiert viel. Ich weiß jetzt nicht, hast du da Musik runtergelegt? Nee, ich glaube Nee, nicht. Ich glaube, okay. da ist das Geräusch, wie das zugeht, das ist einfach ein bisschen lauter verstärkt. Also Ja. man hört, wie dieser Motor brummt und wie die Druckluft zischt und. Also es ist alles so, wie ich erwartet habe. Hattet ihr die gleiche Konversation nicht auch auf Deutsch? Ah, fantastisch. Okay, also wir nehmen mal raus, es ist eine Möglichkeit. Natürlich kriegt man in den paar Sekunden weniger abgedeckt, aber ich würde auch sagen, das speist sich aus ursprünglichen längeren Videos, wo es vielleicht um eine Definition oder um vielleicht auch irgendwas Geckiges, was man gut isolieren kann, rausgeht. Und das ist dann irgendwie, ist das noch primär. Es geht das schon primär in die Unterhaltungsrichtung oder zumindest so in eine Marketingrichtung. Ist aber auf jeden Fall, wie du sagst, etwas, womit man gefunden wird, wenn man das denn möchte. Aber das wär so der Rundumschlag zu Genau, und ist nochmal Videolänge. eine andere Zielgruppe. So, und um jetzt zum Thema Twitch noch kurz überzuleiten, da Ja, können wir ich uns ja lade schon mal gleich auch noch den Link und ein dann. Beispiel anschauen. Du bist ja noch eher bei Twitch zu Hause als ich, würde ich jetzt behaupten.
Was ja bei Twitch Leute machen, ganz offensichtlich, heute ist das auch wieder passiert. Also ich habe heute eine ungefähr 90-minütige Übung bei Twitch gestreamt mit einem super Minimal-Setup, hat auch nicht so toll funktioniert. Also Audio ist okay, aber das Bild ist ziemlich, meine Kamera da hat arg zum Fokuspumpen und so geneigt. Aber Leute erstellen Clips aus diesen Videos. Ja, Also so, aber und das geht auch bei YouTube. ah ja, okay, aber so, also wie macht man das? Und warum macht man das? Naja, das machst du, wenn was, also originär machst du das, wenn, also wie macht man das? Das ist Teil von, wenn du im Livestream Von der sitzt, Twitch, genau, also okay. Videoplayer, und dann kannst du da was rausschneiden, hat glaube ich auch sogar so ein, sieht man natürlich als Streamer erstmal selber nicht, weil warum würdest du das, also das kannst du auch selber machen. Und warum? Naja, wenn was Witziges im Stream passiert, keine Ahnung, jemand oder was spontan Witziges oder was total Spektakuläres, was auch, wie auch immer man das jetzt definiert, dann sind es Highlights, die werden geteilt. Es gibt ganze Subreddit-Communities, die sich Okay. nur um irgendwelche Funny Moments drehen. Und wir als Lehrende können es natürlich vielleicht eher in der Situation benutzen, dass eine Frage, also ich habe das auch mal gemacht, da war eben so eine Frage, wie macht denn der und der die Medienproduktion XY oder wie ist die Perspektive geschaffen? Und dann habe ich davon auch einfach später ein Highlight rausgemacht und gesagt, ah, gute Frage, schauen wir uns an. Und dann hat sich daraus irgendwie so eine kurze Frage-Antwort-Situation ergeben. Ich kann ja mal zu dem Kollegen Christian Sparnagel, den wir auch Genau. kennen von diversen, und der hat, das finde ich so spannend, wieder so angefangen, wie seine ersten YouTube-Videos waren. Das finde ich Back to the von roots. wegen Full Circle. Einfach cooler Typ. Wir können ja mal in diese 27 Sekunden, Minuten reinschauen. Chat-Kommentare auf Twitch. Gibt Leute, die schauen zu. Wenn es überhand nimmt, muss irgendjemand von euch die Chat-Moderation übernehmen. Und Fragen von außen einspielen hier in den Hörsaal. Also, du hörst das ja jetzt gerade nicht. Wenn es überhand nimmt, soll die Studierendenschaft oder die Zuhörerschaft die Moderationsfunktion übernehmen. Also, ich glaube, er erklärt so, hat wahrscheinlich kurz erklärt, dass das jetzt hier auf Switch übernommen wird. Und jetzt geht es ein bisschen mit Mengenlehre weiter. Ja, ach, Venn-Diagramme, ja. Raummikrofon ist nicht vorhanden. Nee, er hat einen, ich glaube, er hat einen, du siehst oben an seinem, Ja. das gibt Du einen hast Clip-on, Teilermengen gesucht. Kann man natürlich. Ja. Lavalier-Mikrofon. Ja. Also Soundqualität ist auch gut. Ja. Ja, Kamera aufgestellt und geht's mal los. Aber wenn man als Lehrender auch eine Schrift hat, also ich habe jetzt keine niemanden, also das könnte man bei allgemeine Dreiecke, das könnte man bei mir sowas von nicht mehr lesen. Ja. Ja, leider Kreide halt, ne? Ja, naja, aber ich meine, wenn du, genau, und so sind die jetzt alle. Also, und ich Ja. glaube, er macht immer, also er macht ja so ein aktives Plenum eigentlich, und natürlich so sehr Inverted Classroom. Und das ist jetzt so, glaube ich, die Ergebnissicherung am Ende der Ergebnissicherung. Also nochmal, eigentlich wissen es schon alle, jetzt versuchen wir es nochmal so ein bisschen Ja, zusammenzufassen. erklärt die Zeit. Genau, und ich glaube, er nimmt dann, also so habe ich das jetzt zum Beispiel auch gemacht. Ja, also wahrscheinlich standen auch schon Studierende an der Tafel und haben was erklärt und gezeigt. Und jetzt hat er so das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich auch noch mal Bock und Lust, irgendwie was zu Ja. machen. Oder an der Stelle denke ich, dass es vielleicht jetzt sinnvoll wäre, wenn ich dann doch noch mal vielleicht ein bisschen was erkläre. Und von diesem 90-Minuten-Slot eben diese 20 Minuten oder so, die hat er dann, da hat er noch mal auf Record gedrückt oder hat eben auf Live. Mich würde mal interessieren, also das Mikrofon ist irgendein, weiß ich, Rode oder Olliland oder was auch So immer, war DJI-Mic. wahrscheinlich. Ja, man sieht es halt gar nicht, weil er ein schwarzes Ja, Shirt weil anhat, schwarz auf aber. schwarz, ne? Also man sieht, dass da ein Mikrofon ist, aber welches Ja, das jetzt ist, würde ich schau mir mal, jetzt auch nicht. ich hab vorhin einmal ganz vielleicht. Ach so, wo er so ganz dicht Ja, dran aber war. man. Also was mich ja interessieren würde, vielleicht kriege ich das mal noch aus ihm heraus, mit was für einer Kamera oder was er da benutzt, ob er einen Laptop dazu stehen hat oder ob er auch einfach nur ein Handy nimmt und das damit Ja, streamt. Ich das. meine, ich mache das ja immer mit meinem, wenn ich das so mache, wirklich nur mit meinem Handy. Das Und dann sieht ist aber nach. meine Kamera so Das ist schlecht, Full dass man. HD, Webcam, kleiner Sensor, Bautechnik-Style. Also. Ja. Also, dass meine Kamera eben so arg zum oder zum Fokuspumpen neigt und
Ansonsten geht das vom Handy aber super gut und ist Ja. ganz schnell aufgebaut und ganz schnell abgebaut. Vor allem, Also wenn wenn du du jetzt auf. überlegst, Ton ist das Wichtigere, sagen wir. Die hellen Halogenbeleuchtungen, die haben schon seit 30 Jahren die Tafel gut eingeleuchtet, auch check. Und das Bild, es ist ja für die Leute, also ich nehme immer an, er will jetzt auf Twitch nicht viral gehen. Das ist einfach nicht das Ziel und das ist auch völlig in Ordnung, weil er ist in der Audioszene, geht er regelmäßig viral. Und dann ist die Zielkomponente, die Leute, die eben jetzt nicht teilnehmen können, warum auch immer, es ist halt irgendwie immer noch Wintersemester und Krankheitswelle, hast du nicht gehört, die willst du doch erreichen. Damit völlig abgedeckt. Reicht Genau, doch. oder die irgendwie Lust und Interesse dran haben, sich das Ja. anzuschauen. Also außerhalb der Uni. Es Ja. gab auch, ich weiß nicht, bei Mastodon, bei Twitter, bei Blue Sky, also irgendwo auf einen der drei Plattformen, wo er auch noch mit aktiv ist, gab es auch sofort die Diskussion, dass jemand gesagt hat, ah, nicht noch ein Kanal. So. Na Und klar. dann habe ich eben gesagt, naja, warum nicht? Weil ich meine, jeder Kanal hat eben schon so seine eigenen Vor- und Nachteile. Und du hast, also wenn man jetzt Fahrradfahrer ist oder Fahrradfahrerin, hat man ja im Normalfall auch nicht nur ein Fahrrad, sondern man hat eben ein Stadtrad und man hat eben ein Rennrad zum Schnellfahren und man hat ein Mountainbike irgendwie fürs Gelände und dann hat man vielleicht noch ein Reiserad für längere Touren mit Gepäck und sowas. Und Ja, jedes Klassenrad. Fahrrad hat eben so seine Vor- und Nachteile, hat seine Vorzüge und hat seinen speziellen Anwendungsbereich, für den es eben speziell zugeschnitten ist. Und letztendlich ist das genauso mit diesen Kanälen. Ja, Ja. zumal mir ist ja, solange gute Bildung produziert wird, ist mir das ja auch erstmal egal. Und vor allem haben ja unterschiedliche Plattformen auch unterschiedliche Regeln, Geltungsansprüche, möchte ich es mal sagen, weil wir benutzen ja die Plattform. Und wenn die sagen, wir machen das jetzt so und so, oder wir machen jetzt folgende Community-Neuregelung, dann muss man natürlich, wenn man nur auf einer Plattform ist, die einfach nehmen. Wenn jetzt aber so jemand wie Christian Spahn einfach super breit vertreten ist, dann hätte man die Freiheit zu sagen, wisst ihr was, eure Community-Regeln, die gucke ich mir jetzt erstmal an. Und währenddessen seht ihr mich weiter. Also es ist natürlich irgendwie auch mehr Arbeit im weitesten Sinne, aber ich finde es das krass, dass er das auf dem, also auf der breiten Palette könnte ich das auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn sich erstmal so ein Produktionsworkflow etabliert hat, ich meine, wir sind jetzt irgendwie auch hier in Folge 36, irgendwie sind es immer die gleichen drei Klicks. Und zum Beispiel, wir machen ja auch keine Shorts und sagen, ah, da ist noch ein interessanter Moment rausgefallen. Könnte man auch machen. Also sprich, die Wiederverwertung wäre einfach viel höher. Und so kannst du das ja auch genauso machen. Ja. Also Naja, und insofern, ja. wie ich es auch sage, also für mich, der Twitch-Vorteil ist, ich mache am Laptop mache ich ein Zoom-Meeting auf und klicke auf Livestream auf Twitch. Und ich meine, dann habe ich einen Livestream. Die Leute, ich muss keinen Link teilen mit niemandem. Die Leute wissen twitch.tv/Matthias Hast Magdowski. immer nur einen Link? Du hast immer nur einen Link und ich habe direkt eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung ist auch sofort danach online. Also ich muss nichts hochladen, ich muss nichts machen, nichts tun. Die ist sofort da und die kann ich auch noch mal genau die kann ich per Link teilen und ich kann auch sagen, hier an der Stelle soll das meinetwegen starten. Das steht direkt in dem Link drin. So, und am Handy kann ich eben Twitch-App aufmachen und kann sagen, jetzt hier live gehen, gebe einen Titel ein, klick auf dass ich die Frontkamera nutzen will, oder ne, also die normale Kamera, nicht die Frontkamera, klick auf hier in real life oder so, stream, hab ein externes Mikrofon Kategorie dran und fertig. feuerfrei. Und dann ist es eben auch stellst ein Stativ auf, klemmst das Handy dran, machst eine Powerbank dran, Mikrofon dran, klickst auf Play, geht los. Also hast du, wenn du weißt, wie es geht, im Prinzip in 5 Minuten Man weiß, aufgebaut, wie es ne? geht, ist vieles einfach. Ja, absolut. Ich glaube, viele, also waren jetzt schon ein paar mehr Schritte, die du beschrieben hast. Aber wenn man den Weg mal gegangen ist, Ist. dann ändert sich da jetzt erstmal nicht so viel. Also, ich meine, es wäre natürlich schön, wenn das eine Uni vorhalten würden könnte. Ja, genau. Und ich meine, das ist die Diskussion, die es dann, glaube ich, natürlich bei Mastodon gab, ja, dass Leute gesagt haben, nein, oh Gott, Twitch, das ist ja böse, also warum nicht irgendwie PeerTube und die PA Heidelberg, wo er tätig ist, die hat ja wohl auch irgendwie so einen PeerTube-Server-Kanal, was auch immer. Dann frage ich mich aber, hast du, also gibt es denn da die App, wo du eben auch sagen kannst, hier direkt vom Handy, ich klicke jetzt auf Live gehen und Ja, es also, so wie das, so, ja, so wie, ich meine, dieser Convenience-Faktor ist ja bei wirtschaftlich tätigen Unternehmen, möchte ich das mal diplomatisch sagen, anders. Also auch hier Fediverse und Co., da wechselt, also naja, Instanzwechseln scheint ja irgendwie auch alles mittlerweile zu gehen, aber
Dinge, die man aus diversen Dezentralitätsgründen gemacht hat, die existieren natürlich bei größeren Plattformen nicht. Ja. Weil das ist ja gerade der Punkt, dass du dich einfach mit einer E-Mail anmeldest. Die Frage ist auch, wen du damit erreichst, weil diese typischen Netzwerk-Henne-Ei-Probleme haben wir natürlich da irgendwie schon. Ja, ja. Als Uni kann ich, oder als IT-Uni-Abteilung kann ich aber auch verstehen, dass sie sagen, Leute, wir sind kein Transkodier-Telemediendienst. Da fallen halt extrem viele Daten an, die dann zu speichern. Das verstehe ich, dass man sagt, wollt ihr das wirklich? Also auch deswegen kann ich auch verstehen, wenn jemand, oder nicht verstehen, wenn jemand 1,5 Gigabyte Vorlesungen in Moodle hochlädt, weil das sei doch die Lernplattform. Ja, ja, aber nein. Das gehört halt woanders hin und Medien abspielen und auch live, gerade Livestreaming, das willst du eigentlich als IT der Uni nicht machen und das kann ich technisch verstehen. Aber ja, den Link habe ich mal gespeichert. Das wird auf jeden Fall ist das eine für eine Analyse? Ich glaube, für eine Analyse bräuchte man noch mehr Elemente, weil wir haben es ja gerade kurz analysiert. Aber ich finde es immer spannend, wie sich sowas entwickelt. Also gerade, weil er ja viel mehr, also kennst du auch seine Twitter-Hochkant-Shorts, sind ja auch ein ganz anderes Format wieder. Ja. Aber man könnte mal Christian Sparnagel gibt eine Gesamtmedienanalyse her. Also weil er so viele Kanäle zum Beispiel hat. Seine TikTok-Videos habe ich mir auch noch nicht komplett angeguckt. Aber aber in dem Fall gehen auf jeden Fall Grüße nach Heidelberg an den Multimedia-Channel Christian Sparnagel. So, wenn ich auf meine Rednotizen schaue, würde ich sagen, weil ich sag mal vorsichtig, wir sind fertig. Ich habe oft schon die Sendung abmoderieren wollen und dann komm, der Herr Magdowski hat gesagt, nein, wir sind hier noch nicht fertig. Hast du noch etwas? Na, weiß nicht, wir könnten jetzt, wenn wir Lust und Laune haben, wir könnten ja mal noch zum Vergleich kurz in meinen Kanal reingucken, weil ich habe wirklich bei Twitch in letzter Zeit auch super viel gemacht. Ja. Du könntest natürlich jetzt eine Schnellanalyse machen. Können wir machen. Und ansonsten können wir natürlich wirklich Schluss machen für heute und vielleicht kurz teasern, was wir beim nächsten Mal tun. Ja. Ach so, ein sehr guter Trailer. Ja, schon mal ein sehr, sehr, sehr guter Trailer. An der Stelle vielleicht, was du mir sagen kannst, mach mal einfach Stopp. Warum, wenn du jetzt, du bist jetzt bei twitch.tv/Matthias Magdowski, so, da kommt jetzt nur so ein Clip, wenn du runterscrollst, also irgendwelche Bonus-Bits, keine Ahnung, was das schon wieder zu tun hat. So, und dann ist auf der Startseite ist jetzt nur dieser Clip. Früher waren da mal meine Videos, jetzt muss man immer auf Videos klicken, also es steht nur die Kategorie und das 58 Aufrufe hat und das hier nicht. Und das nicht, ja. Naja, das sind 5, das sind 7. Und der hier wurde halt von Warlock 32222 geteilt. Ja, ja, und weil da seine Kaffeemaschine drin gefeatured wird. Und dann sind halt Warlocks Freunde da drauf gegangen. So. So, und jetzt ist aber auch spannend, dass bei dir irgendwie nur diese Highlights sind und überhaupt gar nicht die aktuellen Videos. Ach so, weil du jetzt auf Clips bist. Genau, ne? Clips wurde jetzt, das sieht man, glaube ich, hier oben selber vorgefiltert. Ja. Das ändert sich immer wieder ein bisschen. Okay. So, jetzt muss man irgendwie auf aktuelle Dings klicken. So, jetzt ist zum Beispiel da das mit den, das ist von gestern. Das ist so, jetzt, ich würde sagen, Christian Spandagel-Style. Ja. Was wollen wir denn schnell analysieren? Das ist von heute, du kannst ja mal auf das von heute kurz draufklicken und irgendwie mal in die Mitte scrollen, irgendwo, wo ein bisschen was passiert. Boah, da war direkt Fokuspump, hast du es gesehen? Ja, ja, ganz furchtbar. Zack. Ja. Schneller Doppelfokuspump. Ja, es ist, wenn die Kamera einen Herz, einen Puls bekommt. Ja, ich habe mich dann, also wahrscheinlich, was man für diese Kamera und einem Whiteboard machen muss, man muss einmal schwarzes Gaffertape mitbringen, ein dickes schwarzes Kreuz in die Mitte der Tafel kleben, sodass die Kamera einen festen Fokuspunkt hat. Und ich hätte die Kamera vermutlich viel dichter ranstellen müssen, sodass ich nur die Kamera, nur die Tafelfläche in der Mitte nutze. Die rechte Seite und die linke Seite, am Ende schreibe ich die alle voll, ne? Also am Ende ist das schon alles vollgeschrieben, aber aber das kriegt die Kamera ja niemals hin, diese Weißabgleiche. Und dann stehst du ja auch viel zu nah am Tafelboard, was du ja musst, weil du schreibst. Ja. Aber das ist schon ein
das beste Bild, das du aus dieser Kamera rausbekommst. Ja, und es ist ein 4 Jahre altes Samsung Galaxy X-Cover mit was irgendwie. Tut ja aber. Also ich meine, gut, ich bin jetzt der dritte Aufruf, aber zwecks Archivierung. Ja, was haben wir heute? 7 Leute live geschaut, ne? Ja gut, aber... Aber und keiner hat sich getraut, in den Chat zu schreiben, Alter, was ist mit deiner Kamera los? Kannst du mal hingucken? Ja, weil die... das ist... Ich meine, gut, die Maslow, also diese Bedürfnispyramide ist ja irgendwie jetzt auch schon mehrfach zerlegt und analysiert, aber irgendwie pure Videoerreichbarkeit ist schon mal gegeben. Und dann ist man erstmal, was ist denn eine 7:30 Uhr Vorlesung, wenn ich hier. Nee, 8:30 Uhr fing es an, ja. Ja, dann wäre ich der 8. Live-Viewer gewesen. Also dann wäre ich dankbar gewesen, dass der Dr. Wagdowski das macht. Und ich erkläre ja auch alles, was ich aufschreibe. Ja. Also im Zweifel kriegt man es auch auf der Wunschbuch. Man kriegt es, ich meine, EJ, Beta, Z, Y, P, C, Power, Mu X, MX. Power, Flux, Density. Ach, Flux, kriegt man schon alles hin, vor allem, wenn man zuhört. So, viel passiert jetzt nicht. Was ist das? Nee, genau. Geh mal raus. Also, geh mal eins zurück. Das ist meine Teetasse, meine Collapsible Teapot. Oh Gott, okay. Muss natürlich, um meine Stimme zu. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal irgendwie Vorlesung, Grundlagen der Elektrotechnik. Ja, das ist ja praktische Übung. Das ist auch spannend. Ich verstehe, dass du hast ja gerade deinen Zoom-Aufsatz gezeigt und so. Echt. Picture in Picture cool, aber es ist halt viel zu klein. Ich verstehe das. Ja, das stimmt. Das ist aber im Prinzip irgendwie so ein Zoom-Bug, dass du, wenn du in 1080p, also das Video hat einfach eine feste Größe. Frag mich, wie viele Pixel das sind. Und wenn du eben einstellst, ich will 1080p streamen, dann ist das Video eben absurd klein. Also. Es ist so ein bisschen schade, weil. Das, was wir ja gerade als hier soziale Präsenz und gesehen werden und wo zeigt er denn gerade drauf und zu wem spricht er gerade, das geht halt in so einer. Ja, da habe ich auch vergessen, die Kamera noch mal ran zu zoomen. Also das ist meine OBS-Board-Kamera, aber die ist nicht nur auf der Standardstufe. Boah, ganz schön textlastig. Ja, ist ja. Over, kommt da gleich die. Ja, da kommt gleich die Dokumentenkamera. Was guckst du in der Spannungsfeil? Ach so, da zeige ich das ja meinen Mauszeiger. Das erinnere ich mich. Also irgendwie diese Vorschaubilder in Twitch, das ist mir auch mal aufgefallen, die funktionieren nicht so richtig. Ja, man muss so ein bisschen so. Boah, da ist ja auch ein Lag drin. Ja, und das ist, ich glaube, da kommt mein Rechner eben an seine Grenzen. Je nachdem, in welcher Auflösung ich die Dokumentenkamera einbinde, ist die mal mehr oder weniger flüssig. Wie sind die zwei verbunden? Per USB natürlich. Okay. Also ich habe zwei Kameras per USB und es könnte natürlich auch sein, dass das so ein Ding ist von der Zoom-Bildschirmfreigabe, dass die eben eher auf Qualität und nicht auf Flüssigkeit optimiert ist, dass man nur vielleicht sagen müsste, pass auf, mach mal Zoom, mach mal lieber irgendwie. Ist dein Chip irgendwie hart am anderen Kompressionsalgorithmus, der irgendwie für Videos, aber ich finde, es geht. Also. Ich hatte ja mal auch so ein durch FFmpeg einfach mal deiner Stream geschickt. Und das Spannende ist ja schon, also es ist jetzt da nicht, aber irgendwie Quiz am Anfang, oder nee, wie geht es euch heute auf 1 bis beliebige Variable, irgendwie ein Quiz, Evaluation, kleines Live-Experiment plus Tafel und noch Folien. Also der Medienmix ist natürlich auch da sehr hoch gewesen, das habe ich natürlich auch extra ausgesucht, aber auch hier ist der ja wieder gegeben. Ja, im Prinzip ja, weil ich irgendwie zwischendurch schreibe ich auch noch mal was mit meinem Dings und ich meine, hier zeige ich jetzt irgendwie so verschiedene Multimeter und... Ja, bist du sehr aktiv. Also hier vorgestern, gestern, heute, vor 3 Tagen können wir auch mal, also kann ich auch noch mal, Moment kurz, also kann ich dir auch kurz mal zeigen, falls sich die Art von... weil wenn ich das aggregiere und mir raus so, okay, was funktioniert wie... Dann benutze ich natürlich, also natürlich kann man das auf Twitch selber auch gucken oder sich anschauen. Ich finde es aber auf so einer Meta-Ebene gibt es Aggregationsseiten. Eine davon ist sunnygnome.com. Mhm. Gibt auch Twitch-Stats, glaube ich, und ist auch egal. Und da kann man sich relativ schön Aktivität anschauen.
Also falls du mal eine Auswertung brauchst, hier Chef, wie Ja. oft war ich wie, fand ich ganz interessant. Die Viewers sind jetzt erstmal für unseren Teil egal, wenn es dich das natürlich interessiert. Und Ja, weil die Live-Views sind immer relativ gering. Also heute Morgen waren die wirklich irgendwie extrem hoch, weil ich das heute vom Handy gemacht habe, weil es auch kein ja. paralleles Zoom-Meeting gab und Aber weil eben 8:30 Uhr, ich ja. meine, das Jahr ist jetzt bald vorbei. Du hast 224 Stunden an Vorlesungskonzept. Oder also andersrum, dein digitaler Zwilling. Also was heißt Zwilling? Dein digitales Selbst hat 224 Stunden an Watchtime kreiert. Das rechne das mal in 90 Minuten Vorlesung um. Also das ist Also schon mal eine Hausnummer. das ist nicht Aufzeichnungszeit, sondern das ist Genau, Anschauzeit also du hast ja praktisch. irgendwie deine, also Und halt ist das nur live oder sind das die, ist da auch Video on Demand mit drin? da müsste auch Video on Demand dabei sein. Okay. Ja, und ich meine Aber 26 ist Stunden. bei YouTube natürlich Ja. um Größenordnung größer, würde ich sagen. Ja, aber das kommt ja nur noch dazu. Also, oder auch irgendwie Okay. 66 Stunden live. Also, weiß ich nicht, damit kann man eine Lehrkontaktzeit irgendwie auch nachweisen. Ja, also vielleicht sollte ich das mal in meiner LVVO, in meiner Ja. Lehrverpflichtungsverordnungsabrechnung, sollte ich das mal Da angeben. bricht aber Zähler und Nenner richtig schnell durch. Ja, also fand ich einfach, kann man sich verschiedene. Ja, genau. Und ich meine, Average Viewers ist eben dann sehr überschaubar, wie ich sage, ne? Und ich meine, Ja. das letzte, was irgendwie Peak Views oder so ist, das ist der Lego Praktikum Ja, gut, Livestream. aber Und du bezahlst ja deine Miete nicht damit, dass du irgendwie Rabattcodes oder Affiliations in die Kamera hältst. Es ist einfach ein anderes Game, wortwörtlich. Also, und das ist völlig okay. Also, wir können uns Dinge aus der Gaming- und irgendwie Edutainment-Branche raussuchen und irgendwie adaptieren. Aber man kann auch einfach Dinge aus der formellen Uni-Lehre nehmen und sagen, nee, das bleibt so und das bleibt aus guten Gründen so. Und dann gibt es auch Dinge, die in die andere Richtung diffundieren. Also wenn man sich anguckt, wenn Leute die eigentlich kein Prof sind, aber sich als sehr expertenhaft in einer Nische präsentieren wollen, dann nennen die sich auch Professor und dann mit einem gewissen, egal ob das jetzt ein bestimmtes Spiel ist oder ein bestimmter Held in einem Spiel, einfach um diese Expertise auszuweisen, obwohl das ja bei uns ein total rigider, vergebener Titel ist. Also, das ist echt spannend, was da sozusagen in die eine und in die andere Richtung diffundiert. Und ja, ich glaube, vielleicht ist die zukünftige Diskussion. Erst sind es Videolängen und dann sind es, und ich meine, die Diskussion führen wir zumindest auf Konferenzen jetzt schon, ist denn ein Watch auch eine Lernaktivität? Also, was passiert denn da? Weil Video anmachen, Und deswegen versuche ich das ja auch irgendwie immer mit Tests, die danach, und wie lange hält das und so weiter. Aber das ist dann was für die So nächste Folge. eine Conversion Rate im Sinne von nicht, ich präsentiere ein Produkt und wie viele Leute kaufen das danach, sondern ich präsentiere ein Wissen oder ich versuche eine, keine Ahnung, Kompetenz vorzuzeigen und bei wie vielen Leuten habe ich geschafft, diese Kompetenz zu entwickeln. Ja, und wenn man es mal messen würde, bin ich mir sicher, dass also wenn man jetzt sozusagen pro Fachbereich die Wahrnehmung nach außen messen würde, das ist natürlich erstmal, ne, dann wäre ich mir sicher, bist du wahrscheinlich bei euch, mit so ein paar Kollegen kennt man ja jetzt auch schon durch die Besuche, auch relativ weit oben mit dabei, aufgrund der Online-Reichweite. Ja, vermutlich ist das so. Also ich meine, ich war diese Woche auch wieder bei einer Podcast-Aufzeichnung und ich meine, Wo letzte warst Woche du? hat mir so ein Wo warst du? an der Hochschule Anhalt in Bernburg. Und es ging um Digitalisierung der Lehre natürlich. Okay, cool. Wird irgendwie vermutlich im Januar oder sowas erscheinen. Sehr gut. Als so, ja, ich würde mal sagen, so typischer Projektpodcast, irgendwie muss man die Ergebnisse des Projektes noch mal ein bisschen Also, kundtun okay, und dann verstehe, verstehe, ja, okay. ist natürlich so ein Podcast vielleicht ein sehr eingängiges Format, bevor man Ja. irgendwie einen Bericht veröffentlicht auf irgendeiner Webseite, packt man lieber Ja. zentrale Ergebnisse und Sachen in Ist eine gute einen Idee. Podcast rein. Ja. Und wie war das so? Also, was hast du da
berichtet? Oh, ich habe so wie immer um Kopf und Kragen geredet zu einem Thema, was zu digitaler Lehre und vielleicht auch Verwaltungsdigitalisierung gut und schlecht läuft. Naja, aber ich meine, die Einladung dahin ist natürlich darüber erfolgt, dass ich eben irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit habe, ja, und Reichweite oder zumindest dann mir Leute die entsprechenden E-Mails weiterleiten und sagen, hey Matthias, wäre das nicht was für dich? Ja. Ja, sowas habe ich auch, aber da kann ich noch nicht drüber reden. Wahrscheinlich im neuen Jahr können wir uns, bin ich gespannt, was können wir uns über diverse Konferenzen und Vorträge unterhalten. Das finde ich, glaube ich, echt spannend. Ja, genau. Und ich meine, ja, mal gucken, ne? Also wie, um den vorherigen Punkt aufzugreifen, mit inwieweit das denn tatsächlich vielleicht was bringt oder so. Also Studierende erzählen mir immer wieder, dass das mit den Videos, auch wenn sie jetzt natürlich nicht unter jedem Video, also es gibt ja Leute, die immer mal kommentieren, hier, das Video ist super und das hat mir total weitergeholfen und vielen Dank dafür und so, aber dass das natürlich nur ein Bruchteil der Studierenden macht, denen vielleicht so ein Video tatsächlich geholfen hat. Aber ansonsten erzählen mir immer wieder Leute, dass das mit den Videos natürlich sehr gut ist und dass man damit eben sehr gut, ja, so gewisse Wege, Gedankengänge, Rechnungen, Simulationen, Messungen, was auch immer, irgendwie nachvollziehen kann mit allen. Es ist so, aber es könnte auch anders sein und das, was eben in dem Text sehr schwierig zu erklären ist. Ja, vor allem dir beim Denken zuzuschauen und wie sich eine Lösung entwickelt, das kann natürlich auch eine Vorlesung und ich verstehe, dass man sagt, ja, es gibt Dinge, die mache ich auch nur in der Vorlesung, weil extra Aufwand und irgendwas hier Streamkey und will ich nicht. Ja, okay, aber ich glaube, dieser extra Service, weil du müsstest das ja nicht machen, aber dieser extra Service und mit, wie gesagt, über 200 extra Stunden Lehrdeputat, wenn man so will, ist schon mal eine Hausnummer. So, Matthias. So, kurze Sneak Preview auf das, was wir dann im Januar, wir werden uns gleich mal einen Termin ausmachen, ja, machen, ist, wir haben ein sehr spannendes Paper gefunden. Das heißt, Attending Lectures in Person, Hybrid or Online, How do Students choose and what about the outcome? Ja, ich packe das. Was natürlich, ja, ich mach das auf. Sehr, 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 sehr gut passt zu dem, womit wir uns sonst hier mal so beschäftigen und mit was auch vielleicht ein Steckenpferd von mir ist, Hybridlehre. Ja, wobei dieses Hybridlehrer-Szenario bei mir jetzt auch so ein bisschen verkommen ist, will ich nicht sagen, aber hauptsächlich darauf hinausläuft, okay, es gibt ein Zoom-Meeting, man kann parallel teilnehmen, viele Interaktivitäten, die ich ja mache, funktionieren über irgendwelche Online-Plattformen, das heißt, es ist eigentlich egal, ob man im Raum ist oder in dem Zoom-Meeting, man kriegt einen Link oder es gibt einen QR-Code und dann kann man irgendwie was mitmachen, aber es ist jetzt nicht so, dass in diesem Zoom-Meeting ständig irgendwelche Leute sprechen oder ganz viele Videobilder zu sehen, sondern hauptsächlich spreche ich dort und hauptsächlich ist das mein Kamerabild zu sehen und eben vielleicht noch das von meiner Dokumentenkamera und es gibt eben eine Aufzeichnung, aber das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Also es ist jetzt nicht super, super, super interaktiv synchron, aber vielleicht gibt es im Moment auch gar nicht so wirklich den Bedarf dafür, das eben zu tun. Aber all diese Sachen und Implikationen, die sich daraus ergeben, sind hier mal von März 2023, also auch schon mit ein bisschen Erfahrung der ganzen. Auf jeden Fall. Also das merkt man im Paper auch. Ich habe schon mal so ein bisschen durchgeguckt. Ein paar Sachen haben mich echt überrascht, aber finde ich spannend, können wir auf jeden Fall nächstes Mal drüber. Genau, und ich hatte jetzt für heute keine so richtige Zeit, mich mehr intensiver darauf vorzubereiten und dieses Paper en Detail zu lesen und mir vielleicht auch nochmal ein paar Stichpunkte und Notizen und Kommentare dran zu schreiben. Machen wir dann beim nächsten Mal. Dadurch, dass die, also sie haben auch die Paper-Ausmaße, das ist ja auch ein Journal-Artikel, verdient auch einfach, dass wir da mehr im Detail drüber sprechen. Und wie gesagt, ein paar Sachen haben mich überrascht. Und ich sage nochmal schon so den, wie heißt das nochmal? Der Cliffhanger. zu machen. Nächste Folge wird im Jahr 2024 erscheinen. Wir sind ja jetzt in so einem 6-Wochen-, 8-Wochen-Rhythmus angekommen. Genau. Damit genug von uns. Viel Spaß und danke fürs Hören und Reinschauen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.